Prinz William plus Prinz Harry, rührende sie trauern um Vertrauten. In ihrer Trauer sind Prinz William, 40, und Prinz Harry, 38, die zuletzt vermehrt durch ihr zerrüttetes Verhältnis Schlagzeilen machten. Vereint. Auf Twitter nimmt der britische Thronfolger in einem herzzerreißenden Statement Abschied von Brünn Perry. Autor, Karikaturist und Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation Helping for Heroes. Der im Alter von 67 Jahren gestorben ist. William schreibt, ich bin zutiefst traurig über den Tod von Brünn Perry. Er war ein lebensbejahender, inspirierender Mann, dessen Arbeit mit At Help for Heroes für so viele Menschen einen Unterschied gemacht hat. Und sein Vermächtnis wird seine anhaltende Wirkung sein. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. W. Auch Prinz Harry würdigt das Wirken Paris und lässt auf Twitter über seine Invictus Games Foundation unter anderem ausrichten, heute ist ein wirklich trauriger Tag für die militärische Gemeinschaft. Da wir uns von einem Mann verabschieden, der zusammen mit seiner Frau den britischen Wohltätigkeitssektor zum Wohle derer, die gedient haben, völlig verändert hat. Gemeinsam mit seiner Frau war Brünn Perry dafür verantwortlich. Die Landschaft der Unterstützung für Verwundete, Verletzte und kranke Militärangehörige und Veteranen im Vereinigten Königreich zu verändern. Anführungszeichen. Die Krönung von König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, findet schon in wenigen Wochen in der Westminster Abbey statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und neben dem Großteil der Gästeliste sind inzwischen auch einige Details zur Zeremonie bekannt. Darunter das Zepter, das die Queen Consort am 6. Mai verwenden wird. Dieses besteht aus Elfenbein und ist daher äußerst umstritten. Dennoch bestätigte der Buckingham Palace vor kurzem, dass es zum Einsatz kommen wird. Damit dürfte Camilla nicht nur Kritik von TierschützerInnen, sondern auch von ihrem Stiefsohn Prinz William, 40, ernten. Immerhin engagiert sich der Prinz of Wales, wie auch sein Bruder Prinz Harry, 38, bereits seit Jahren im Kampf gegen die Wilderei, setzt sich explizit für die Unterbindung des illegalen Handels mit Tierteilen wie Elfenbein ein. Sophie Winkelmann, 42, die Frau von Lord Frederick Windsor, 44, hat die gemeinsamen Töchter Maud, 9, und Isabella, 7, unter anderem von der Thomas Battersea School genommen, der Schule, die einst auch ihre Verwandten Prinz George, 9, und Prinzessin Charlotte, 7, besuchten. Der Grund, die ehemalige Schauspielerin soll ernsthafte Bedenken gehabt haben, als sie herausfand, dass ihre Kinder iPads in der Schule nutzen würden. Ich habe sofort angefangen, nach anderen Schulen zu suchen. Ich habe sie jetzt zweimal versetzt, um sie aus techniklastigen Schulen herauszuholen, sagt sie gegenüber der Sunday Times und fügt hinzu, das Internet ist eine giftige Wildnis, durch die wir die Kinder ungeschützt stolpern lassen. Sie könne den Druck für mehr digitales Lernen nicht nachvollziehen, und ließ ihren Worten schließlich Taten folgen. Am Ostersonntag versammeln sich die britischen Royals traditionell in der St. George Chapel auf Schloss Windsor. Neben König Charles, 74, und seiner Gemahlin Königin Camilla, 75, nahm in diesem Jahr auch sein jüngerer Bruder Prinz Andrew, 63, an dem Gottesdienst teil und betrat die Kirche unmittelbar nach dem Königspaar. Das kam allerdings nicht bei allen gut an, denn wegen seiner Verwicklungen in den Epstein-Skandal steht Andrew weiterhin in der Kritik. Zwar streitet er bis heute alles ab, von seinen royalen Pflichten musste er dennoch zurücktreten. Auftritte wie diese sind seitdem eher selten für Prinz Andrew und genau deswegen sorgt er jetzt für Unmut. Auf Twitter schreibt ein User, ich dachte, Charlie Boy, König Charles, AMD, Red, würde diese Gauner niedermachen. Ein harter Ton, der darauf anspielt, dass der 63-Jährige nicht gerne bei Events wie diesen gesehen wird. Zuletzt wurde ihm sogar vorgeworfen, dass er versuche, sich zurück ins öffentliche Leben zu schleichen, nachdem er an der Party des Royal Victorian Order teilnahm.
berichtet Express. Auch der ehemalige Parlamentsabgeordnete Norman Baker findet kritische Worte und äußerte gegenüber The Sun, Andrew, wird einfach erlaubt, sich für einen Tag als König zu verkleiden, obwohl er eigentlich eine lange Zeit des Schweigens absitzen sollte. Beim Gottesdienst am Ostersonntag in der St. George Chapel auf Schloss Windsor zeigt Prinzessin Charlotte 7, wie ähnlich sie ihrer Mutter Catherine, Princess of Wales, 41, eigentlich ist. Auf dem Weg aus der Kirche heraus blickt das Duo fröhlich zu den Kameras, während Kate strahlend in die Linsen winkt. Wagt auch Charlotte ihre ersten Versuche und winkt ebenfalls. Zwar wirkt die kleine Prinzessin dabei noch recht zurückhaltend und setzt nur zu einem schüchternen Winken an. Aber es wird deutlich, dass sie sich hervorragend an ihrer Mutter zu orientieren versucht. Die Tochter von Prinz William, 40, scheint bereits zu wissen, wie sie mit den vielen FotografInnen umgehen muss und ist gewappnet für das Leben in der Öffentlichkeit. Stets freundlich, auch wenn auch noch etwas zurückhaltend, weiß sie bereits, wie sie sich vor den Kameras verhalten soll. Auch optisch setzt das Mutter-Tochter-Gespann auf ähnliche Looks und fühlt sich in den blauen Looks sichtlich wohl. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Twitter.com, Daily Mail Kuuk, Express Kuuk, T-Sun Kuuk, T-Times Kuuk.